Boah, Kekse sind geil. Oma Kekse. Ja, das kann ich mir nicht nehmen lassen. Wenn Alexi Bexi da ist, dann müssen wir auch noch ein Retro-Let's Play machen, oder? Weil wir beide alt sind, passt das ganz gut. Ja, beide alte Säcke Ja. sozusagen. Du hast dir was rausgesucht, das Ja. nennt sich The Video Kit. Video Kit. Und das Geile ist ja auch, weil ihr hier drei Bildschirme habt, man könnte es sogar, obwohl es so ein Retro-Grafik-Game ist, man könnte es sogar über alle drei Bildschirme verteilt spielen. Okay. Also geben wir uns erstmal das Intro. Woran erinnert das? Schuh, Tasche, Board. Skateboard und Geil. diese Jacke. Wir erinnern uns. Terminator. Nein. Das Geile ist, dass du die Spielzeit. Das muss ich mal nochmal ausmachen. Du könntest es, guck mal. Leider ist das Sichtfeld jetzt zu klein. Ich sehe es, ja. Es geht in die Breite, aber nicht mit in die Höhe, wie es eigentlich gehen müsste. Aber da das Spiel so geil ist, würde ich sagen, spielen wir es auf einem Bildschirm im vernünftigen Seitenverhältnis Okay. und freuen uns des Lebens. Ja? Du musst mir auch noch erklären, wie es dann geht. Das ist bestimmt total Es kompliziert, oder? ist derbe kompliziert. Du Du brauchst hast. eine Taste. Wobei es sind im Grunde drei Tasten, die du am Drei Ende brauchst. Tasten, okay. Machen wir Full HD oder 4K? 4K 4K, natürlich. okay. Ich 4K. glaube, das packt die Höllenmaschine gerade noch. Gerade so. Ich fange an, wir machen drei Runden, jeder, weil Okay. das so kurzweilig ist und die beste Runde zählt dann für jeweils den einen. Zum Highscore. Okay. Und Bedienung ist Links, einfach nur rechts links, rechts springen und und springen. nebenbei deine Kassetten ausliefern. So wie Paperboy früher auf Wie dem schmeiße ich die NES. Kassetten? Mit der Leertaste Auch mit so. der Leertaste. Genau. Und du kannst auch mit der Leertaste so ein paar Sachen umflacken und das gibt dann noch extra Punkte. So wie die Okay, Würstchen auf der Bank. ich sehe schon. Das spielst du wahrscheinlich jeden Abend vom Schlafen gehen, ne? Mindestens. Oh, Baywatch. Also die müssen am besten in die Briefkästen rein. Oh. Ja, das war ein Test. Ja, und das sind Nächster. lauter Easter Eggs verborgen, hast du gesagt. So Ja. Anspielungen auf die 80er Jahre. Richtig. Also man wird sich hier sehr heimisch fühlen. Wer gerne Filme und Serien guckt, wird hier sehr viele Okay. Anekdoten finden. Also richtig schön nerdiges Retro-Game. Schlümpfe, Ich Inspector liebe es. Gadget, hier Lethal Weapon. Ein Versuch noch. Mal sehen. 146 hier diesmal die Distance. Ist Jetzt aber. das Okay, jetzt mit. wirklich schon das Jetzt mit. Es ist halt. Es Maximum? ist schwer. Ich mach jetzt mal still. Und ich quatsche ja auch nicht dazwischen, um die abzulenken. Wer ist eigentlich die Oma da? Hat die auch einen Zug zum Aufbringen? Ah, das war gerade Rocky, oder? Dick Kann das Tracy. sein? Oh! Alter! 140! Bitteschön! Bitteschön! Kein Stress, ey. Du wirst merken, wie schwer das ist. Aber Das es ist macht halt. bestimmt bockschwer, ich Wenn du weiß es es ja. übst, kommst du, glaube ich, weit. Und dann hast du auch Spaß. Guck mal, so viele Briefkästen kannst du am Ende Okay. delivern. Also, das heißt, bis du Jessica Also im links, Park triffst. rechts und einfach hüpfen, ne? Ne, das ist Kassetten und das ist Springen. Ach, das ist Oh, Springen. ja. Okay. Du darfst halt nichts, du darfst nichts berühren. Nichts. Überhaupt nicht. Nichts. Okay. Bis, also es sind manchmal Power-Ups, so Schuhe und so ein Scheiß, aber sonst nichts. Chipmunks. Ach Okay. so, ich muss noch. Ich muss noch Naja, die besten Batterie Falle. ausliefern, ne? Es gibt extra Punkte. Hier ist es doch auch die von, was ist noch Oh die? Mann, das ist auch schon der letzte Ja, Versuch. ja. 100, was gilt es zu schlagen? 140. 140 schaffe ich. Ja. Okay, schon. Schaffe ich, kann es nicht sein. Es sind vier Tasten. Ne? Bei modernen Spielen, da musst du 35 Tasten erstmal konfigurieren, bevor du loslegen kannst. Achtung, jetzt kommt der mich überholen will. Ja, das habe ich mir gemerkt. Doch, der Hub. Oh, der Polizist hängen geblieben. Und? Ah! Und? 136, schade! Schade!
Aber du musst zugeben, es ist schon schwer, oder? Es ist super. Weil das alles mit das einem ist absolut super. Gegen die Taste pusten. Ich liebe es. Und es funktioniert. Vor allem, du kannst einfach loslegen, ja? Ja. Zack, und es macht einen Riesenspaß. Und auch ja. Kein Ladebildschirm. Aber Pro-Gamer. Aber guck mal, wenn du da so viele Briefkästen theoretisch hättest, ne? Also du hast da, glaube ich, noch lange Spaß. Lange, lange zum Probieren, bis du so weit kommst. Hat Riesenspaß gemacht. Ja. Ja, Alex, war auf jeden Fall cool, zum Schluss nochmal so ein bisschen Retro-Feelung aufkommen zu lassen. Jetzt hätte ich noch eine Bitte an dich ja. Und natürlich auch dann an den, später der Gewinner wird sich darüber freuen, wenn du hier noch unterzeichnen würdest okay. Auf unserem mega riesigen Mauspad. Irgendwo? Irgendwo, wo du willst, irgendwo, ja. Okay. Und wenn du irgendeinen nicht leiden kannst, dann schreib einfach drüber, ne? Einfach einmal ein riesen X über ja, das ganze Ding. Einfach ein riesen X drüber schreiben. Okay, ja. Pass auf, dann machen wir. Ich mach hier so ein. Hier ist. So. Okay, hier. Ja. So, jetzt hat sich der Preis des Mauspads verzehnfacht, würde ich sagen, mindestens. Ja, ich versuche mal ein bisschen was. Hier, ich versuche künstlerisch korrekt zu sein und zwar so. Das wird nicht das, was ihr denkt. So. Das ist nämlich ein Mario-Haus. Ja, ja. Ich hätte jetzt gedacht, das ist genau was anderes. Genau darum geht es hier. So. Sehr fertig. Schön. Vielen Dank, das ist ein richtig kleines Kunstwerk geworden. Ja, cool, dass du da warst, Alex. Danke für die Einladung. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Sehr. Mit der Höhlenmaschine. Ja, ich würde sagen, wir üben noch ein bisschen in dem Game. Das Game jetzt? Ja. Ja. Also ich glaube, da geht noch ein bisschen was beim Highscore. Und gut, dass die Höhlenmaschine das Spiel auch geschafft hat. Ich war schon am Zweifeln, dass sie das eventuell nicht könnte. Ja, ich hatte auch Sorgen, dass das ruckeln könnte, aber ist ja alles gut in 4K gegangen. Aber immerhin. Ja, wir haben zwischendrin noch ein bisschen übertaktet und dann lief es aber sowas von smooth. Ich könnte ja auch mal versuchen, auf meinem iMac in 4K zu spielen. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit den nächsten Höllenvideos, die kommen. Wir haben ja noch einige Gäste am Start in den nächsten Wochen. Und dir sage ich nochmal vielen Dank, dass du in München gekommen bist. Immer gern. Jo. Tschüss. Tschüss. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann habe ich sehr gute Nachrichten für euch. Zur Playlist der Höllenmaschine 8 geht es hier entlang. Und das Beste, ihr könnt die Höllenmaschine 8 gewinnen. Wie das geht, erfahrt ihr in diesem Video. Und so geiles Merchandise wie wir haben, könnt ihr auch haben. Dafür geht's hier entlang. Also abonniert uns am besten gleich. Hier ist der Button. So, und wir machen Feierabend.